Hallöchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Brockig und Dead Spacey sind wir hier am Start, denn ich glaube, jetzt kommt das mit den Felsbrocken. Ja. Ich denke es an, ich nehme es einfach mal an. Jetzt sollen wir, glaube ich, zur Ebene 3 oder was? Nehmen wir es mal an. Wird ein langer, langer Aufzugsfahrt-Dingens. Guck mal, hier ist sogar ein Test dabei. TÜV-Siegel. Ein TÜV-geprüfter Aufzug. Nur keine Fahrstuhlmusik dabei. Wobei, hier könnte man schon fast eine Blu-ray laufen lassen, solange der Ort hier fahren. Wir richtig? Yay! Okay, hier hat man den Fraggle vorhin gesehen. Der hat gesagt. Haben wir echt unseren Anzug so voll? Guck mal an, unser Inventar ist nur mit ein paar wenigen Messlots belegt. Was ist denn das hier eigentlich? Was ist das? Luftkanister klein. Die können wir nachher mal benutzen. Credits werden stark noch, ne? Das soll wohl eine Alarmanlage sein. Ich glaube, hier speichert wir auch nochmal. Ich kenne das ja. Der Tom, der ist immer sicher, wenn er gesichert ist. Safety, safer. Training. Was? Nein. So. Nix. Yay! Boah, nicht wieder so ein Fettsack. Himmelswerk! Sollten wir mal lieber mal das, das Schema mal aufheben. Wäre, glaube ich, sinnvoller einfach. Was haben wir hier noch rumliegen? Audio-Log. Hier, Tempel. Die Brücke ist total hinüber. Keine Ahnung, was hier los war. Aber ich werde hier nicht rumstehen und warten, bis es zurückkommt. Ich gehe jetzt rüber zur Hydrostation und suche Elisabeth. Elisabeth. Okay, such Elisabeth. Was ist hier? Wo müssen wir hin? Aha. Asteroidenabwehrsystem ist online. Gut, genug Energie. Aber die Zielerfassung der AA-Kanone ist offline. Liegt sich an einem Kabel. Bis ich das ersetzt habe, müssen Sie die Kanone bedienen und manuell zielen. Ja. Nehmen Sie den Aufzug nach oben und gehen Sie zum Kanonenschacht. Genau das ist das, was ich meine, nämlich, ne? Das ist das, was ich nie geschafft habe. Und tatsächlich kann man jetzt sagen, bis hierhin habe ich immer Dead Space gespielt. Und nicht weiter. Weil, wie gesagt, ich habe es nicht geschafft. Ja. Mal gucken. Ich hoffe ja, dass sie das hier schaffen. Eine andere Option gibt es hier nicht. Man kann sie nicht mehr springen oder so. Man muss hier schaffen. Wieso sind hier solche Pikas, Alter? Also bei Aliens, nee, bei Aliens nicht. Wo war das noch? Hier bei Deep Horizon, glaube ich, hieß der Film, wo dann so Stacheln die Wände waren. Das fragt mich wozu. Ne, Event Horizon, genau, so hieß das Ding. Event Horizon. Da sind auch solche miscreated Menschen da. Sie müssen über das Schiffs Äußere, um zur AAS-Kanone zu kommen. Das Problem ist nur, dass wir von Asteroiden bombardiert werden. Sehen Sie sich nach Deckung um, bevor Sie in Stücke gerissen werden. Das, das hört sich für mich total logisch an. Ich glaube, ich drop den mal. Ich glaube, der Luftkanister kann uns jetzt hier erstmal mehr weiterhelfen. Mal los. Warning, Gravity. Eintritt Vakuum. Eintritt Schwerelosigkeit. Achtung,
mehrere Einschläge an der Steuerbordhülle registriert. Digga. Au, mit Aliens noch, klar. Nach vorne zu kommen. Also Luft wird knapp, wir brauchen gleich einen Luftfilter. Müsste meinen, dass man da ja noch Schutz hat davor, ne? Vor dem. Ende der Schwerelosigkeit. Oh. Ende des Vakuums. Ich wollte gerade sagen, das muss doch jetzt eigentlich vorbei sein. Hier können wir wunderbar speichern. Was ist das denn hier? Halbleiter-Rubinen aufnehmen. Ja, das nehmen wir mit. So, können wir nämlich wunderbar verkaufen. Ich denke mal, die bringen auch einiges an Caller. Also speichern. Leutchen, Leutchen, Leutchen. Dann habe ich tatsächlich damals nur bummelig an die 3 Stunden gespielt, das Spiel. Und habe es dann einfach nicht mehr weitergeschafft, was? Das passiert nämlich jetzt. Genau, Alter. Wir sind jetzt im Schacht. Die Kanone ist ein Massenbeschleuniger, sollte also alles durchdringen, was auf uns zufliegt. Behalten Sie die Höhenintegrität im Auge. Wenn zu viele von den Dingern vorbeikommen, sind wir tot. Wir haben das System so gut wie repariert. Ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Weil diese Kanone macht ja alles kaputt da. Und guck mal, wie langsam die schießt und wie schnell ich schießen musste, damit man überhaupt irgendwie das schaffen kann. Der Hammer. Hoffentlich geht hier niemals die Munition leer. Eintritt
Eintritt Vakuum. Eintritt Schwerelosigkeit. Ich nehme mal nicht an, dass wir von Felsbrocken jetzt getroffen werden. Schafft, Leute. Ja, unser Inventar ist voll. Das ist ja scheiß drauf. Wartet. Isaac Hammond? Ihr werdet das nicht glauben. Die Sauerstoffsättigung fällt. Irgendwas vergiftet die Luft, die die Hydrokulturen produzieren. Und was es auch ist, es füllt das ganze Deck mit diesem organischen Zeug. Wir werden bald keine Luft mehr zum Atmen haben. Oh, immer wieder was Neues, ne? Aber wenn ich diese Laborberichte richtig deute, kann ich ein Gift herstellen, mit dem wir das Zeug zerstören können. Kommt zur Krankenstation. Ich sollte alles hier haben, was ihr braucht. Krankenstation? Hört das denn nie auf? Nee. Isaac, gehen Sie rüber zur Krankenstation und mischen Sie, was immer Kendra Ihnen sagt. Ich gehe rüber zu den Hydrokulturen. Wenn ich das Ganze verlangsamen kann, haben wir vielleicht genug Luft, um es zu bekämpfen. Okay. Nach unten. Noch, wie geil, da haben wir das geschafft. So weit war ich noch nie. Sehr cool. Sehr, sehr cool, das freut mich. Ach, aufregend auch ein bisschen. Mhm. Müssen wir eigentlich hin? Ja. Mal da reingucken, was da los ist. Inventar ist voll. Wir können Dinge aber nachher verkaufen. Dann nochmal den Shop finden. Neue Dinge kaufen dann. Das wäre ja zu einfach gewesen, ne? Was sind das denn jetzt für Viecher? Nein sogar. Credits finde ich immer ziemlich cool. Ich finde Credits so cool. Fahrstuhl. Wo mussten wir hin? Ich glaube in den zweiten Ebene. Dann kommen wir wieder zurück. Habe ich das nicht reingegeben? Habe ich nicht reingegeben, zweite Ebene oder was? Da muss ich reingeben, zweite Ebene. Yay! Was das wohl sein kann, war bestimmt dieses riesen Stappelviech oder so, was uns da versucht, mit dem langen Arm zu greifen, irgendwie. Das mit den Asteroiden soll sich doch bald mal erledigt haben. Ja, Laserkanone. Energieknoten. Sehr gut. Und wir haben Credits, obwohl wir gerade was gekauft haben. Medipack klein. Wir haben noch diese Platine. Impulsgewehr? Ja, das ist ja schön und gut. Aber wir haben noch diese Plasma-Platine, diese Rubin-Platine. Wo ist die denn jetzt hin? Da. Die bringt viel Geld. Ja. 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 So, jetzt haben wir einen Flammenwerfer und was Neues hinzugefügt. Und das soll nämlich eine Luftkanister, klein, Stace Pack, Energieknoten. Ja, das soll doch jetzt dieses Laserkanone, genau. Energieprojektor für schwere Schäden, Digga.
Ich sag nicht nein, ne? So. Gibt's dafür denn auch Motivation? Strahlenkanone, ja, die hätten wir machen können. Energiekanone. Kurze Entfernung. Die Laserkanone ist ja... Impulsprojektile. Munition für Impulsgewehr. Strahlmunition. Was für die Strahlenkanone. Plasmaenergie für eine Plasma-Cutter. Medipack, Luftkanister, Stacepack. Es gibt aber noch keine Motivation dazu zu kaufen, was? Dabei hätte ich mal gerne den Laserkanone mal ausprobiert hier. Wo ist die? Was ist hier für ein Apparat, Alter? 4 Schuss, ha? Huh? Ah, ist noch nicht an der Zeit. Wir brauchen dazu erstmal Motivation. Süß, wie er schreit, ne? Von hinten, Alter. Und der noch so frisch, was? Was habe ich jetzt eingesammelt gerade eben? Aha. Energie für die Laserkanone. Das ist doch schon mal was Geiles. So. Angekommen an der U-Bahn-Station. Luftkanister auffüllen. Wie geht's uns? Medikamentemäßig. Jetzt wieder gut. Daneben gelaufen. Bin daneben geläuft. Ich bin voll daneben geläuft. Und ab wieder zur Krankenstation. Kapitel 4. Bevorstehende Vernichtung abgeschlossen. Yay! Wupp. Ja, speichern wir, Digga. So. Und wieder die Krankenstation. Ishimura Monorail System. Das sieht hier düsterer aus, als wir das hier verlassen hatten. Scheiße, Isaac. Ich kann die kontaminierte Luft bis hierhin riechen. Es verbreitet sich schneller, als ich dachte. Ich versuche es zu isolieren. Aber das wird uns nicht viel Zeit bringen. Wir müssen dieses Ding vom Schiff schaffen. Die Chemikalien, die du brauchst, sind im Chemielabor. Wenn du da bist, werde ich die Tür für dich hacken. Nett. Aufgabe hinzugefügt. Hier brauchen wir erstmal nichts. Da müssen wir ein neues Schema finden. Ja. Sie können sich nicht Gottes Plan in den Weg stellen. Die natürliche Ordnung. Sind sie blind wie der Rest? Irgendjemand hat hier kuschelige Lampen mir aufgestellt. Anscheinend hat jemand die Türschlösser auf diesem Deck neu programmiert. Und zwar erst kürzlich. Wir sind wohl doch nicht allein hier. Jemand will dich nicht in diesem Teil des Schiffes haben. Okay. So, Kinderchen, das war's wieder für heute. Danke fürs Reinschalten. Diese Folge war sehr felsbrockig und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn das hier ein bisschen kontaminiert ist. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.